Können wir jetzt mit malen? Leinwand. Fump. Mal ein Bild. Oh, die Muse hat mich geküsst. Ich bin mir nicht sicher. Ich zeichne die Umrisse grob mit diesem Stück Holzkohle auf die Leinwand. Nun muss ich nur noch die Flasche und die Trauben abmalen. Und zwar nicht zu grob, sonst nimmt das Porträt sie nicht an. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob er das kann, aber er muss das anscheinend gar nicht können. Ist es jetzt hier so ein Ausmalbild? Oh! Ach, cool. Oh. So. Und dann mit The Road machen wir das hier drinne. So vielleicht. Ich bin so gut. Also interessantes Spielchen. Muss ich sagen. Gefällt mir. Ist mal was anderes. Ich meine, man muss auch nicht künstlerisch begabt sein. Man guckt hier welche Farbe. Und patscht dann hier so ein bisschen drauf rum. Und dann war es das. Aber cool gemacht, muss ich sagen. Es sieht natürlich wunderhübsch aus. Weiß kommt hier unten wahrscheinlich. Wie, das Weiß, es deckt aber auch nicht wirklich gut, ne? So, das hier andere ist ja eher so, hier ist auch noch ein bisschen weiß, ne? So, zack. Hintergrund ist lila eigentlich. Ich darf auch nicht zu schnell malen, oder wie ist das? Ja, es kommt doch schon mal fast hin. Ich weiß nicht, wann hier ausgelöst wird, dass wir fertig sind. Ich meine, es sieht noch nicht wirklich überzeugend aus, aber vor allem fehlt da halt noch ein ganzer Teil. Hier. So. Naja, ne, schön ist was anderes, sag ich mal. Gelb haben wir noch gar nicht benutzt. Da ist ein bisschen gelb. Hier so, zack. Ah, ne, da oben. Grün. Ist halt echt die Frage, was erwartet das Spiel jetzt von mir, wie das aussehen soll? Ich meine, es sieht, glaube ich, schon recht überzeugend aus, meiner Meinung nach, oder? So, vielleicht wenn man es auch wieder so macht. Lalala, ich finde das schon sehr überzeugend. Grün, das mit dem Grün passt auch hier. Der Rest, ja, der Rest, mein Gott. Hier unten blendet das halt so automatisch aus. Ich klicke gerade wie wild hier durch die Gegend. Ich berserkere das Bild zustande. Wann sind wir denn fertig? Jetzt? Oh ja. Aber hallo. Tada, fertig. Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich diesen Haufen Farbe in den Mund nehme. Ist mir völlig egal, was du damit machst. Ich habe dir eine schöne Flasche Wein und köstliche Trauben gemalt. Und wie ich das gemacht habe, aber anscheinend... Naja, sowas in der Art. Ist der Kerl? Übung macht den halbwegs fähigen Schmierfink. Jetzt mal nicht beleidigt werden. Oh, die Muse hat mich geküsst. Ja, ich... Nee, ich küsse nicht. Ich habe die Farbe von der Leinwand entfernt mit, Magie? Wieso Magie? Hallo, also das war schön. Och, nö, jetzt hat er alles weggemacht. Ja, aber wie, das, ja, was war denn jetzt genau dran falsch? Das ist rot, das erkennt man ja. Das grün ist hier das Zeugs. Das kann ja nicht so megamäßig genau sein und werden. Glaube ich, hoffe ich. Machen wir es mal so. Das Rot hier wieder gerade machen. Zack. Ist halt die Frage, wo denn alles weiß sein muss. Ich glaube, das ist hier unten die Kante. Und das sonst, ich meine, der Tisch, der ist ja recht lila eigentlich. Aber ich mache das ja, den auch mal weiß hier. Vielleicht gefällt ihm das ja besser. Vielleicht will das Spiel gar nicht so anspruchsvoll sein. Die lilanen Trauben. Die sehen jetzt schon sehr aus wie da links. Ja, hier, guck mal, wie schön das ist. Mensch.
Fein, also da würde ich direkt selber reinbeißen wollen. Vor allem in die Flasche. Das ist doch auch lila hier. Ja, siehst du mal. So, hier, zack. Doch, der Hintergrund ist doch lila, oder? Wenn ich das weiß mache, dann ist es... Nee, weiß passt hier überhaupt nicht. Und hier lila überall hinmachen, ist auch Quatsch. Ich verstehe das nicht. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht so der Oberburner jetzt hier. Großartig was mischen braucht man, glaube ich, auch nicht, oder? Kann man das überhaupt? Hier oben ist auch alles nur begrenzt anpinselbar. Ich meine, von der Idee her finde ich das Spiel echt cool. Nur die Umsetzung ist etwas... Ich weiß halt nicht, was genau erwartet wird, sag ich mal. Sagen wir es mal so. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Da so ein bisschen gelb ran. Zack. Ja, das muss halt kein perfektes Meisterwerk hier werden. Vor allem mit dem Grün. Das sieht so ein ekliges Grün, muss ich ja sagen. So, hier, zack, ein bisschen lila. So. Ich meine, er sagt hoffentlich, wann ich fertig bin. Aber ich glaube fast nicht. Auch nicht. Oh, auch nicht. Das ist doch super schön. Ich weiß nicht, was er hat. Komisches Spiel. Kein Sinn für Kunst. Da muss hier noch weiß ran. Das sieht aber blöd aus. Sieht aber richtig blöd aus. Hallo, liebes Spiel. Bitte melde dich. Was mache ich falsch? Mache ich irgendwas komplett hier, komplett Murks? Ich finde das sehr überzeugend, bis auf das bisschen Grün hier. Ja, vielleicht hier das Weiß da noch hin. So. Oder ganz lila hier. Oder wie darf das sein, ha, liebes Spiel? Ich verstehe es gerade mal nicht. Dabei ist es eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Ich meine, was soll man hier dran verstehen? Da, lila. Lila. Rot. Oh, rot. Hier auch noch rot. Rot. Oh, nicht ganz so rot. Weiß, auch nicht ganz so weiß. Vielleicht lila, wieder lila. Lila. Oh, ist doch ein Meisterwerk. Ich finde das sehr überzeugend. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, also ich würde mal behaupten, das passt. Aber er sagt halt nichts. Ne? Ich glaube, er würde was sagen. Wenn es stimmt. Tada! Da läuft einem so direkt die Ölfarbe im Mund zusammen, oder? Er hat gesagt, gar nicht mal so übel. Na ja, ich kann zumindest erkennen, was es sein soll. Und muss nicht fürchten, dass es etwas schon einmal Gegessenes darstellt. Hey. Also schön. Stelle das Gemälde zurück auf die Staffelei. Ich werde mir dann davon nehmen. Wohl bekomm's. Und was ist mit dem verwinkelten Metallstück? Es befindet sich in einem Geheimfach hinter einem Gemälde oben in der Galerie. Dort oben hängen hunderte von Bildern. Es ist unser einziger Manet. Du bist mit seiner Arbeit vertraut? Nicht so richtig. Es ist aus seiner tragisch-ulkigen Periode. Oh. Hä? Der Clown. Der weinende Clown. Ah. Du musst ihm ein Passwort sagen. Kuddel-duddel-doing-doing. Was? Kuddel-duddel-doing-doing. Ach, jetzt trägt er da. Ach, cool. Betrachten. Ah, er sieht zufrieden aus. Ich muss lecker gemalt haben. Das hört man auch selten. Ah, er... Gut, haben wir das... Also gibt es anscheinend doch keine Meldung, wenn das Bild ausreichend gut geworden ist. Muss ich aber sagen, es war eine schöne Aufgabe.
Kuddel, Wuddel, Doing, Doing. Also, das war ein Zitat jetzt. So, mal gucken. Wahrscheinlich gibt es gleich mehrere Möglichkeiten zum Auswählen. Kuddel, Doddel, Doing, Doing. Schade doch nicht. Was? Das Passwort. Kuddel, Doddel, Doing, Doing. Du hast mit Alistair gesprochen, oder? Es gibt kein Passwort, oder? Kuddel, Doddel, Doing, Doing. Doch natürlich gibt es eins. Du musst dabei nur noch tanzen und einen grünen Hut tragen. Ich bring ihn um. Kuddel, Doddel, Nun gib mir schon das Metallstück. Immerhin ist er nicht mehr... Zu Befehl, Könel. Oink, oink. Immerhin ist er nicht mehr traurig. Ich mag keine Clowns. Ich auch nicht. Clowns, ey. Es sind immer die gleichen Pappnasen. Verwinkelt das Metallstück. Ja, das nehme ich mal nicht persönlich. Das ist einfach komisch. Das hat so ein Loch da drin. Ob das nach oben zeigt dann? Nee. Hä? Aber es fehlt denn ja noch eins, oder? Es fehlt auf jeden Fall noch eins. Die Frage ist nur, wo kriegt man das her? Wir können noch mal reden. Okay. Ja gut, wir wurden noch reingelegt. Kuddel-doddel-doing-doing, was? Ach ja, wenn man den ganzen Tag hier herumhängt, muss man lernen, sich zu unterhalten. Ja, ich fand das auch ganz super. Ich suche nur noch eine Flasche Terpentin, dann zeige ich dir mal, wie lustig ich es fand. Darüber macht man keine Scherze. Ach, ich finde schon. Okay, wir können ihn gar nicht mehr benutzen, also man gar nicht mehr ansprechen. Ich will ja kein Bild benutzen. Das ist ja lieber. Oder müssen wir aus dem Zylinder irgendwas... Nee, das kann... Und schon bin ich wieder leicht schlauchstehend. Oh, Schwein haben wir benutzt, hier die ganzen Gemälde haben wir. Können wir nochmal reden mit dem Clown? Außer Kuddelwuddeldeundeung. Mit dem wechsle ich kein Wort mehr. Allein dieser spöttische Blick lässt mich fürchten. Ich könnte ihn in den Abgrund werfen. Ja, das ist, Die Tür ist durch einen Mechanismus. Was machen wir denn da jetzt? Können wir mit Nate vielleicht nochmal rausgehen? Also ich meine, ja, das ist Quatsch. Oder können wir jetzt hier wieder durch? Nee, können wir nicht. Sonst hätte das mit dem Doppelklick direkt uns rausgeführt. So wie hier. Ganz nach draußen hier. Transportkiste. In solchen Transportkisten werden Waren aller Art transportiert. Diese hier kommt aus Gnopolis. Vermutlich irgendein technischer Kram aus den Gnomenwerkstätten dort. Ja, aber vielleicht ist da was drinne. Die Nägel sind zwar nicht ganz eingeschlagen, aber öffnen lässt sich die Kiste trotzdem nicht so einfach. Die Nägel... Brauchen wir da wieder die Axt zum Aufbrechen? Wir können runtergehen in die Kajüte, aber was haben wir davon? Na gut, wir können mit der Dame sprechen. Brunnen. Ich habe größere Monster gesehen, aber keine hässlicheren. Magierturm? Der Magierturm zu Seefels gilt als das magische Zentrum Aventasias. Der Erzmagier ist so etwas wie der spirituelle Anführer der Allianz. Würde der Turm hier nicht stehen, wäre die Stadt vermutlich schon aufgegeben worden. Durch den Krieg ist der Handel fast vollständig zum Erliegen gekommen. Das hat die Stadt hart getroffen. Ja. Ich vermute, das Büro des Erzmagiers liegt hoch oben in einem der Türme. Es dürfte ein hartes Stück Arbeit werden, dort einzudringen und sich ein magisches Artefakt auszuleihen. Na ja, so ausleihen, wie wir sonst auch sind. Ich vermute, dass... Gut, können wir mit ihm denn wenigstens die Treppe nur betrachten? Die Katze tritt die Treppe krumm. Mein letzter Besuch in Seefels verlief eher nicht so gut. Ich bleib lieber hier oben. Ich hätte mich auch gewundert, wenn man jetzt überall durch die Stadt latschen könnte. Gasgrobian, die Stadtwache von Seefels, ist ein 2 Meter großer Koloss. Hässlich wie ein Gorilla, doppelt so stark und 3-mal so dumm. Mit dem lege ich mich nicht an. Nicht schon wieder. Mein letzter...
Okay, da können wir also nichts machen. Die Kiste, die Kiste. Eine Kiste. Dann gehe ich mal an Bord vielleicht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Sonst ist ja auch nichts, so wie ich das sehe. Ich habe gehört, ob Sasi da unten irgendwas sagt, aber ich glaube denn nicht. Also ich höre nichts. Spiegel, natürlich. Ich sah schon mal besser aus. Aber nicht viel. Tja. Auch ich würde mich gerne von diesen tiefblauen Augen trösten lassen. Aber wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Vielleicht wir reden mal. Hallo, Mary. Hi, Mary. Captain Nate? Das war schon ein verrückter Tag, oder? Wir wurden abgeschossen und haben eine neue Todfeindin. Ich hatte die Chance, endlich reich zu werden und habe sie nicht genutzt. Weil du deine neuen Freunde nicht hängen lassen wolltest. Weil ich ein Idiot bin. Wem mache ich eigentlich was vor? Ich bin hier und spiele den selbstlosen Helden. Und die ganze Zeit denke ich nur daran, dass ich die Chance meines Lebens nicht genutzt habe. Und trotzdem hilfst du den Viechern. Das ist umso bemerkenswerter, je schwieriger es dir fällt. Psst, Munkus hatte recht. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Nein, wärst du ein Dieb, hättest du das Herz gestohlen und wärst fortgelaufen, wie alle Diebe es tun. Munkus hat erkannt, dass du keiner von ihnen bist. Deswegen hat er dich das Herz mitnehmen lassen. Und mich so zum Werkzeug seines teuflischen Plans gemacht. Auch gute Menschen machen Fehler. Doch dann laufen sie nicht weg und verstecken sich. Sie stehen dafür ein und versuchen, ihren Fehler zu beseitigen. So wie du jetzt. Nathaniel Bonnet, der gute Mensch. Irgendwann wirst du erkennen, dass es genauso ist. Und dass es sich auszahlt. Gut. Was haben wir jetzt gelernt? Die Mary hält mich für einen guten Menschen. Ich glaube, der Absturz war doch heftiger, als ich dachte. Ja. Ich lasse sie in Ruhe. Sie muss sich erholen. Betrachtet Luke, ja, aber solange er hier nicht das Team da rauszieht, den Catcher. Tja, das Vieh hat ganze Arbeit geleistet. Die Luke ist versperrt und die Bugklappe ist seit dem Absturz so verzogen, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Hoffe ich zumindest. Auch wenn es verlockend ist, ich verhöhne sie lieber nicht. Nennen wir es Altersweisheit. Außerdem habe ich auf dem Rückflug noch genug Zeit dafür.